Präsidentin, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier am Hauptbahnhof zu Gast sind und dieser wichtigen, so wichtigen Veranstaltung teilnehmen. Und zwar geht es um den Kampf gegen den US-Drohnenkrieg, der tausende unschuldige Menschen zu verantworten hat. Und diese Signale für diese Kampfdrohnen in Syrien, in Afghanistan, in Irak, in Sudan und im Jemen, die laufen über die US-Airbase Ramstein. Und wir haben vor 30 Jahren, als der 2+4-Vertrag geschlossen wurde, dass die Voraussetzung, dass wir diese beiden deutschen Staaten, DDR und BRD, zusammenführen konnten. Wir haben dieser Welt ein völkerrechtskräftiges Versprechen geliefert, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Und so steht es im Vertrag, 2+4-Vertrag, Artikel 2 formuliert drin. Und daran hat sich unsere Bundesregierung, Gott verdammt mich nochmal, dran zu halten, was sie seit 30 Jahren nicht macht. Gleichwohl schreiben wir heute den 26. November auch ein ganz wichtiges Datum, was mit Großbritannien zu tun hat. Heute war eine weitere Verhandlung im Auslieferungsprozess von Julian Assange, den australischen investigativen Journalisten. Mehrfache internationale Auszeichnungen hat er erhalten und dafür ist extra aus Mönchengladbach eine ganz, ganz liebe Freundin nach Berlin gekommen. Das ist Easy von der Initiative Free Assange Europe. Und sie wird jetzt hier ein paar Worte an euch richten, weil wir heute Vormittag eine Petition im Paul-Löbe-Haus überreicht haben an Mitglieder des Bundestages, der FDP, der Grünen, der Linken, der SPD und einem fraktionslosen Mitglied des Bundestages. Und insofern würde ich euch bitten, einen riesengroßen Applaus für Easy zu liefern, die extra aus Mönchengladbach hier steht. Super, vielen Dank, Matthias, das ist ja echt lieb von dir. Ja, richtig, wir haben heute eine Petition im Bundestag übergeben für den Schutz der Grund- und Menschenrechte von Julian Assange. Und ich weiß nicht, was ihr über Julian Assange wisst, den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und heute sollte eigentlich wieder eine dieser vierwöchigen Anhörungen vor dem Westminster Magistrates Court stattfinden. Diese Anhörungen müssen alle 4 Wochen stattfinden, damit Julian Assange weiter festgehalten werden kann im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Und dort wird er schon seit über 1,5 Jahren festgehalten. Seit einem Jahr und sogar noch länger hat er ein Urteil wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen abgesessen. Und trotzdem sitzt er als unschuldiger Journalist im Hochsicherheitsgefängnis. Das ist das Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe von ganz Großbritannien. Ein gewaltloser politischer Gefangener mitten in London, der psychologisch gefoltert wird. Denn er sitzt über 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle ohne Kontakt zur Außenwelt und auch nur mit kaum Kontakt zu seinen Anwälten. Der Kontakt, der ihm zugestanden wird, reicht vorne und hinten nicht, um seine eigene Verteidigung mit vorbereiten zu können. Im Februar und im September dieses Jahres gab es einen Schauprozess gegen ihn in London. Im Februar war ich auch mit dabei, das war sehr aufschlussreich. Im September konnte ich wegen Corona leider nicht, wegen der Maßnahmen, nicht wegen der Krankheit. Und am 4. Januar wird das Urteil gefällt von der Bezirksrichterin Vanessa Berizza. Diesen Namen sollte man sich merken, der wird in die Geschichte eingehen, denn in diesem Prozess geht es nicht nur um die Auslieferung von Julian Assange und dessen Leben, was damit gleichzeitig ausgeliefert wird. Denn im menschenverachtenden Gefängnissystem der USA hat er keine Überlebenschance. Man muss es so dramatisch sagen. Wer sich mit den Gefängnissen in den USA mal beschäftigt hat, weiß, wovon ich rede. Es ist nicht möglich, wenn er ausgeliefert wird, dass er das überlebt. Das müssen wir uns klar machen. So, darum geht es zum einen. Zum anderen geht es aber auch um die Zukunft unserer Pressefreiheit. Denn Julian Assange
ist einfach ein Journalist, der die Wahrheit berichtet. Und dafür wird er angeklagt. Und wenn man jemanden dafür anklagt, dass er seinen Job macht, und wenn das erlaubt wird, dass diese Anklage erfolgt hat, wenn die USA damit durchkommen, dann wird damit ein Präzedenzfall geschaffen und dann sind wir bald die Nächsten, die dafür angeklagt werden. Wenn Matthias seinen Job als Journalist macht, dann kann er als Nächster in die USA ausgeliefert werden. Ich möchte das nicht, du möchtest das bestimmt auch nicht, deswegen unterstützt du uns so großartig. Und viele andere Journalisten haben da ebenfalls keine besonderen Ambitionen, ausgeliefert zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle auf der Straße stehen. Denn wenn einmal dieser Präzedenzfall geschaffen ist, dann ist das Realität und dann ist die Realität erstmal so. Und wie sich das anfühlt und ob das so eine erstrebenswerte Zukunft ist, das kann sich ja mal jeder und jede selber überlegen. Ich möchte das nicht. Und deswegen fordere ich alle Leute auf, unterstützt Julian Assange, informiert euch. www.freeassange.eu ist unsere Webseite. Hier in Berlin gibt es alle 2 Wochen Mahnwachen, donnerstags 18 Uhr Pariser Platz vor der US-Botschaft. Die nächste ist erste und dritte Donnerstag. Genau, die nächste ist nächste Woche. Kommt vorbei. Wir müssen aktiv werden, denn sonst war es das mit unserer Zukunft. Gegen Kriege, Freiheit für Julian Assange. Dankeschön. Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Matthias. Am 26. März 2015 begann der Krieg gegen den Jemen von Bin Salman, den saudischen Kronprinzen, ins Leben gerufen mit einer Kriegskoalition, unter anderem mit den Ländern zusammen, Marokko, Sudan, Israel, Ägypten, Kuwait, Katar, Jordanien und so weiter und so fort. Seit dieser Zeit läuft ununterbrochen ein permanentes Bombardement auf die Zivilbevölkerung des Jemens. Von 28 Millionen Menschen sind 22 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Seit diesem März 2015 ist um den Jemen eine Totalblockade zu Land, zu Luft und zur See gelegt. Und das alles passiert mit deutschen Kriegswaffen. Es sind deutsche Kriegsschiffe, die im Arabischen Meer, im Roten Meer und in der Straße von Hormuz und Straße von Bab el-Mandeb unterwegs sind. Von den Grenzen aus, von den saudischen Grenzen aus, wird in den Jemen mit deutschen Haubitzen Granaten abgefeuert. In der Luft werden mit deutschen Tornado-Kampfjets bzw. Eurofighter-Kampfjets Bomben über den Jemen von Rheinmetall abgeworfen. Und zusätzlich kommt noch die Kampfdrohnen, die US-Kampfdrohnen, wo sie die Signale über Rammstein bekommen, wo Hochzeiten, wo Krankenhäuser, wo Zivilisten, unschuldige Zivilisten aus Hunderten von Metern aus der Luft heraus abgeschlachtet werden. Die haben laut UN-Konvention keine Möglichkeit gehabt, ein gerechtes Verfahren zu erleben, wenn ihnen denn überhaupt was vorgeworfen werden kann. Deutschland ist seit den letzten Jahren eines der führenden Länder, es wechselt immer so dritter, vierter oder fünfter Platz, was die Rüstungsexporte anbetrifft, und das hauptsächlich auch in Länder der dritten Welt, also nicht in dem Umfang, dass man sagt, die deutsche Rüstungsindustrie, die würde ihre eigene Bundeswehr richtig ausstatten oder befreundete Staaten der NATO-Länder oder die Schweiz oder Israel, mit denen sie Verträge gemacht haben, die so als ähnliche EU-Staaten gelten. Nein, die deutschen Rüstungsexporte gehen an die übelsten Diktatoren dieser Welt und somit begehen die Regierungen der letzten 30 Jahre Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Völkermord in Israel, in Syrien, im Jemen, im Sudan und wo auch immer deutsche Waffen und deutsche Bomben eingesetzt werden. Und nicht einmal nationales Recht. Wir haben das Kriegswaffenkontrollgesetz.
was ausdrücklich vorschreibt, dass Deutschland keine Rüstungsgüter an kriegführende Länder zu liefern hat. Das steht im EU-Ratsprojekt drin, im UN-Waffenhandelsabkommen. Es gibt das UN-Gewaltverbot, das vorschreibt, dass Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen sind. Die Androhung und Ausübung von Gewalt ist verboten. Und all diese nationalen und internationalen Rechtsnormen bricht diese Bundesregierung seit 30 Jahren. Und mir braucht niemand zu erzählen, dass dieser Staat ein Rechtsstaat wäre. Ich bin Matthias, ich habe im Februar 2017 die Friedensinitiative Stop the War in Jemen gegründet und ich unterstütze die Kampagne Stop Airbase Rammstein Gruppe Berlin, genauso wie die Hauptkampagne Stop Airbase Rammstein und viele andere Friedensinitiativen. Und ich bitte euch herzlich dafür, am 5.12. von 13.30 Uhr bis 2-3 Stunden vor dem Paul-Löber-Haus Gesicht zu zeigen und eine Menschenkette im Anschluss darum, um den Reichstag mit anderen Friedens- und Menschenrechtsaktivisten zu bilden. Und ich freue mich jetzt, die nächsten kulturellen Höhepunkte für unsere heutige Veranstaltung gemeinsam mit euch hören zu dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank, euer Matthias.